Und da ist auch schon die Hoppala nächste Folge. Sorry für den Ultra Köt. Scheiße, ja, Mann! So, was geht jetzt hier ab, Dude? Ach, wir gehen weiter. Ich mach das! Boah, stell dir vor, ich wäre jetzt runtergefallen. Ich hätte so geheult, ne? Okay, wir testen mal kurz was. Das war mega lustig, Mann! Ich hab einfach in die Nüsse geschossen, den Kerl, Alter. Baba! Bye-bye zu der jungen Brut. Fühl die Breeze auf meiner Haut! No Breeze for you, dude. Shit. Komm, steh auf, Hurk. Wo ist jetzt dein verkackter Pickup? Ein bisschen darunter. Ich jump einfach nur, das ist mir egal. Aua. Okay, Herr, komm jetzt. Ja, Brother Fett, was machen wir jetzt? Brother Fett. Weißt du, was cool wäre? Wir sollten ein paar Bier kippen und dann vielleicht ins Gefängnis für Ladies gehen. Mal sehen, ob wir ein paar hübsche Freundinnen finden. Ja. Ich sag's mal so. Klingt schon nicht schlecht. Ich soll ihm folgen, ne? Ja, ich dachte kurz, er folgt mir. Wo ist dein Truck? Da oben? Sag mir doch einfach, wo dein verkackter Truck steht, dann hol ich ihn. Da sind sie. Pinkelt er gerade, oder was? Ah, der pinkelt gerade. Baba, my dude, baba. Das gibt einen analen Schuss. Oh! Oh, fuck. Er kriegt einfach noch Durchfall, vor lauter, lauter. Du bist auch etwas laut. Er übertreibt einfach so krass. Bye bye. Oh. Ha! Okay, Boy, mach du das mal. Oder weißt du was? Bärchen, mach du das mal. Wir haben keinen Bär. Was hat denn der gerade geschossen? Ach, oben mit dem Ding oder was? Ja, ich komm, mach. Lass die scheiß Musik aus, bitte. Hat irgendwann, ich bin echt nicht witzig. Ich soll mich beeilen. Ist der behindert oder was? Oh. Oh nein! Oh nein! Ich habe ihn vorhin auch abgeknallt und es hat ihm gar nichts ausgemacht. Ja, und jetzt? Okay, das war der für den Nicht-Witzig-Spruch, mein Freund. So passiert das nämlich. Zack, zack, Gerak, verschnell. Und jetzt fahr. Auf, fahr los. Gib Gas. Und hör auf, hier irgendwelche Leute abzufackeln. Wo ist denn der uns da spottet? Wo ist der? Ist der einer im Wasser oder was? Scheißhaus. Oh Mann! Mann, wir sind in Schwierigkeiten. Ja, ja. Er macht einfach wieder Musik an, das muss unbedingt sein. Er liebt einfach diese verkackte Musik. Ich hab dich warten gesehen, du Sack. Boah! Fuck, dude! Fuck! Shit, dude! Okay. Brower Cop, was? Ich bin so cool, ich hab immer coole Namen von denen. Ich bin Brower Cop. Brower Kack. Bye bye. Ah! Es ist so krass. Dieses Kaliber ist echt der Wahnsinn. Wie das sofort weghaut und runterhaut von ihren Dirtbike-Dinger, Quad-Teilen. Aha. Runter da oben. Euer Truck hält noch einiges aus. Da ist ein Super Truck. Der Wahlkampf-Truck von deinem Dad. Oh, Schiebri. Ich hab direkt den Pilot getroffen. Alter, ich bin halt Profi. Alter, verarschst du mich jetzt? Also. Herky.
Ne. Okay. Aber irgendwie haben wir einen Platten, kann das sein? Ja. Ich glaube, dass wir einen Platten haben. Jetzt sind wir ja gleich da, dann passt das ja. Ich fahre noch so lange in das See rein. Einfach, weil ich gleich die Fische von oben einfach aufsammeln will. Ich will sie auflesen. So, das muss reichen. Hey, Vater Hörg, wo bist du? Vato, Vato. Wir haben dein verkackten Ding. Hey. Ah, da hinten steht er rum. So. Was ist denn der jetzt vor? Na gut, der Pinky, du hast dein Wort gehalten. Also, ich habe ein bisschen nachgedacht. Die Senatssache ist zu viel für mich alleine. Ich brauche einen Wahlkampfmanager. Und du siehst mir genau richtig aus, meinen Hintern ins Amt zu katapultieren. Deine erste Aufgabe ist, Junior überall mit hinzunehmen, damit ich nicht mehr hören muss, wie er zu diesem gottverdammten Affenkönig betet. Deine zweite Aufgabe ist, ja, gib mir Bedenkzeit. Ich geb dir dann Bescheid. Okay, Madut, okay. Aber wisst ihr, was ich machen könnte? Warte mal. Halt die... Ah, nee. Ich dachte, ich kann einfach auf lautlos stellen, dann hört ihr nichts mehr. Es, Jacob... Du hast es geschafft, ein Weilchen zu entkommen. Ah. Aber wann immer ich will, kann ich dich hierher zurückrufen. Doch dir bleibt schon noch Zeit für deine kleinen Spielchen. Ich gebe dir Bescheid, wenn es Zeit ist, nach Hause zu kommen. Oh, oh. Kann ich es einfach ausschalten? Nee. Ich dachte, ich kann den Sound einfach ausschalten an solchen Stellen. Wisst ihr, dann... Was ist mit dir los? Fuck! Oh Gott. Oh nein. Schnell. Rette mich. Nein! Oh oh. Kennst du dich mit Wahlkreisschiebung aus? Oh fuck. Du bist ein guter Amerikaner wie ich. Das ist nur was für Eierköpfe. So. Es geht um die. Das habe ich letztes Mal übrigens nicht richtig gerafft. Die Irrenanstalt gehört natürlich dem, ja, ihm hier, dem Jacob und nicht dem John, den wir schon gefistet haben. Ihm war ja der Bunker. Und die Frau, ich weiß gar nicht, was die hat. Die hat einfach ihre Weedfelder, die sie immer anzündet, dass man so ein bisschen durchgepeitscht wird. Ich fand es nur so merkwürdig, dass ich von Johns Gebiet aus immer zu Jacob gebracht wurde. Keine Sorge, du kommst noch früh genug hier raus. Hast du gedacht, du wärst frei? Naja, dein kleiner Freund, der hat so viel durchgemacht für gar nichts. Das ist okay. Ich sagte doch, du bist nicht der Held hier. Du bist das Werkzeug. Jetzt kennst du deine Bestimmung. Du kanntest sie von Anfang an. Gar nicht. Jetzt muss ich wieder die Scheiße machen. Töte die Kacke auf die Herde drauf. Ja. Bang und bang. Großartig. Ich werde nämlich immer besser in dem Spiel, weil ich so gut bin mit der Herde drin. Haha. Lonely. Wo, warum sind die Scharfschützen? Die waren aber für... Wo? Ich weiß gar nicht, wie ich weiterkomme. Kann ich einfach weiter durchrennen? Ist das egal? Achte auf deine Zeit. Ich dachte immer, man hat so oder so den gleichen Weg jedes Mal. Shit, Leute. Ich habe mich versemmelt gerade. Wo ist denn der andere? Ach, scheiß drauf. Oh Gott, nimm doch die Waffe! Oh shit. Oh, fick! Ich habe gerade so dumm Zeug gemacht, eigentlich mache ich doch alles down, immer jedes Mal, direkt. Habe schon Rekorde aufgestellt auf der ganzen Welt. Menschen Skinners. Okay, jetzt gescheit. Ich habe diesen blöden Scharfschützen nicht gesehen. So.
Zünd die Herde aus. Ja, ja, ja. Ach, da stehst du. Gut gemacht. Danke. Die Herde keulen. Die Herde keulen. Ja, 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 die Herdekeulen. Wir keulen gleich mal deine Mutter. Au, 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 au. Keul die Schwachen. Naja, ich keule euch alle. Boah, ich stand nicht gerade im Feuer? Und wer hat mich gerade so eklig angeschossen? Hallo? Huh. Fast, 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 fast. Du bist kein Held. Wer sagt das? Wer sagt das? Ich bin der größte Held der Welt vom Erdbeerfeld. Also ist jetzt Ruhe. Ja, opfere die Schwachen. I'm offering them all, because my name is Paul. Wer war das? Oh shit, you. This world seem right. Ah, hat er mich erwischt? Only you can make the darkness bright. Only you. Wen habe ich da erschossen? Wer ist das? Hey, nur du konntest ihm so nahe kommen. Nur du konntest sein Vertrauen gewinnen. Von Anfang an warst es immer nur du. Gute Arbeit. Geschafft. Prüfung bestanden. Shit, Mann, was hätte ich... Opfer gebracht. Fuck. Aber jetzt bist du allein. Und du bist schwach. Wir wissen, was mit den Schwachen passiert. Ich pflege die Herde. Ich dünne sie aus. Ich bin da draußen und warte auf dich. Wir haben ja, ich glaube, 3 oder 4 Mal waren wir hier an der Stelle, da war es immer einer mit ohne Gesicht. Und wir, ich habe mich immer gefragt, wer das ist. Eli! Oh, fuck. Scheiße, was hast du getan? Du hast ihn umgebracht! Warte! Verdammtes Stück Scheiße! Whitty! Es hat mich so interessiert, was passiert, wenn ich jetzt nicht geschossen hätte. Shit! Das war Jacob! Nein! Hör mir zu. Das war Jacob. Das hatten wir schon mal. Ronnie. Parker. So macht er das doch. Und wir haben ihn reingelassen. Shit! Du findest diesen Drecksack. Du findest Jacob. Und du tötest ihn. Oder wenn ich dich das nächste Mal sehe, Gott helfe mir, töte ich dich selbst. Shit, er hat uns echt reingelegt. Ich fass es nicht. Es war so klar, dass genau das kommt. Und ich bin einfach drauf reingefallen. Mich interessiert jetzt echt, was passiert, wenn man nicht schießt. Also ob man dann stirbt und dann wieder von vorne machen muss und ob es eh nur darauf hinauslaufen kann. Oh Gott. Wurde auch Zeit, dass du dich zeigst. Ich dachte schon, ich müsste dich holen kommen. Hab mir schon Sorgen gemacht, du wärst weich geworden. Ha. Aber du bist ein Soldat. Ich bin Söldner. Muss ich es kaputt machen? Au, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum habe ich das nur auf Ding gestellt? Das ist nur auf Burst gestellt. Wie kann ich das Scheißding umstellen? Ich muss es kaputt machen, ne? Ja, okay. Es wird etwas Darm. Ah, hier auf V. Der war schwach und egoistisch. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Ja. Er hätte mir nur seine White Tails geben müssen. Dann hätte er uns allen den Ärger erspart. Mensch, hey, oder? Jetzt haben wir den echt umgenutzt, ich fass es nicht. Oh, oh, oh. Kurz ein Stück zurück. Nicht kämpfen. Lass einfach los. Doch, doch, stark kämpfen sogar. Ah, das ist ja direkt close, das Ding, okay. Gehen wir da zuerst hin.
Es ist zur anderen Richtung geneigt, ne, das Teil. Auf der anderen Seite ist es. Komme ich von hier nicht so richtig dran, oder? Mit dem Raketenwerfer. Easy. Nehmen wir an, du schaffst das hier raus. Was das? Erledigst du weiter Botengänge für einen Teenager und eine Hausfrau? Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Mal gucken, ob das das bringt. Oder ob davor irgendwas kommt. Davor kommt irgendwas, ja. Wie hoch sind denn die Dinger bitte? Ich will gar nicht wissen, was jetzt im Wasser auf mich wartet in dieser Sif-Welt. Du bist Fleisch. Go, komm schon! Run, run, run. Echt mindfuck-mäßig am Start hier. Sehr cool, wirklich extrem cool. Ich denke, es gibt sicherlich auch irgendwo Videos, die zeigen, wie es ist, wenn man ihn nicht erschießt. So. Bye, bye. Nur noch zwei. Findest du es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter dreht? Eli. Brad. Du wirst vom Unglück verfolgt. Würdest du sie wirklich schützen wollen? Ein Held sein wollen? Brächtest du dich um? Das wäre für alle besser. Du laberst doch, du Pisa. Alter! Oh! Schicksal lässt sich nicht aufhalten. Gottes Willen. Am Arsch hast du mich. Ich flieg doch jetzt mal lecker Schmecker hier, du. Brumm, brumm. So. It's your boy. Komm her. Da bist du, du Sack. Bitteschön. Ich hoffe, das reicht schon. Das reicht natürlich nicht. Bye, bye. Was sagt er? Geh weiter. Tante Jukel, jetzt fick ich dich. Töte Jacob Seed. Ja gut, nice. Mach ich locker. Ich hole mir jetzt die Dinge ran. Wir holen den Bär. Oh, hi, Dagi. Ist der weg? Fuck. Gottes Willen. Bye, bye. Er ist ganz da oben auf dem Berg. Alles klar. It's your boy. Versteck dich nur, Jacob. Ich komme und hol dich, du Dreckarsch, du Verschissener. Hat uns einfach verarscht, der Kerl. Unfassbar ist das. Warum haben wir eigentlich so wenig Cash? Hier. Ah, nice. Sehr schön, die Leute getroffen. Das war echt sick. Hallo. Oh, fuck. Ah. Ja, warte mal kurz, der Scharfschütze fuckt mich gerade ab. Ich glaube, das ist er, ne? Das wird Jacob sein. Erstmal kurz nachladen. Und ran. Und weiter geht's. Hör! Verstoß! Au. Hör! Ich komm zu dir, Jakob! Und dann eine Fiki, die. Was, du siehst mich? Ich glaube nicht, dass du mich siehst. Aber ich sehe dich durch die Wand. Ich hab Wurleck. Ah! Alter, reagiert habe ich da. Reagiert. Wie ein Vogel. Versteck dich ruhig. Für dich gibt es hier nichts zu gewinnen. Das Ende ist blutig. Für jeden. Hallo. Jetzt oder später stirbst, liegt an dir. So oder so. Du wirst nicht als Held sterben. Doch. Mein Bruder hat das alles kommen sehen. Ich weiß nicht, ob er mit Gott spricht. Das ist nicht von Belang. Er hatte recht. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise.
Es ist nicht von Belang, was wir bauen oder erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon, Rom, Imperien steigen auf, Imperien fallen, Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Zweiter Weltkrieg, Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt, aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt, ganz pünktlich, wie bestellt, und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Du hattest keine Ahnung. Thanks, Beach. Okay. Das war auch wieder an sich, also der Kampf gegen ihn überhaupt nicht spannend. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr, ich sag mal, realistisch. Ich weiß nicht, ob ein Danke hier wirklich angebracht ist, aber... Mhm. Naja, jetzt ist Eli wenigstens nicht umsonst gestorben. Das, was passiert ist, tut mir leid. Ehrlich. Du bist nicht allein schuld an der Sache. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Vorhaltungen oder Vorwürfe. Dieser Deputy Pratt und ein ganzer Haufen unserer Whitetails versauert in Jacobs Waffenkammer. Setz dich in Bewegung. Wir zielen auf dich. Jawohl! Wird gemacht. Ich wollte noch sagen, auf der anderen Seite... Der Junge war schon in der ganzen Welt und hat trotzdem nichts gelernt, außer Dinge in die Luft zu jagen. Falls er dir irgendwelche Hirngespinste über abgerichtete Affen erzählen will, ignoriere ihn einfach. Let's go! Er sitzt einfach da. Ja, es ist recht realistisch, dass er halt dann nicht einfach wie so ein... Shopping ist sicher nicht dein Ding, aber es gibt neue Ausrüstung. Okay, dass er nicht wie so ein Vollidiot einfach 8 Milliarden Life hat auf einmal und 100 Millionen Schüsse verträgt. Also, es ist natürlich schwierig, dann gegen seine Menschen oder seine Armee anzukommen, aber alles in allem... finde ich, passt das dann doch irgendwie ganz gut. Natürlich hätte man das außenrum spannender gestalten können, das stimmt wiederum. So, wir nehmen unseren Hardcore-Heli, na klar, na sichi, na pichi, und machen diese Mission noch, oder fangen sie zumindest an. Ja, ich wollte eigentlich die Frau als nächstes machen, aber das ging jetzt halt doch schneller als erwartet mit Jacob. Es war nicht geplant, dass, ich war eben noch bei der Frau im Revier, auf einmal bin ich da drüben und, naja. Vielleicht ist es vom Spiel auch vorhergesehen oder ein bisschen geplant, was man wie machen muss. Oder ich war halt einfach zufällig in dieser und jener Mission, die genau darauf dann hinauszulaufen hatte, dass es eben so läuft. Ja, was soll man machen? Ist ja auch nicht schlimm. Das heißt, es ist nur noch die Faith übrig. Wir haben bei ihm noch einen Sack voll Dinge zu tun. Also wir haben noch ganz, ganz, ganz wenige Sachen gemacht. Und bei der Faith noch weniger. Wundert mich nur, dass er da jetzt nicht durchgestrichen ist. Es ist höchste Zeit, ihn auszuschalten. Ja, ich hab ihn aus. Hä? Erreiche Jacobs Bunker. Achso, dann muss ich den Bunker noch komplett platt machen wahrscheinlich. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, er ist doch ausgeschaltet. Der alte Drag-Ass. Go, go, Power Rangers. Hört auf mich zu entdecken. Ihr alten Pisser. Gefangenen, Transporte. Knall ich ab mit Raketenwerfer. Oh, shit. Naja, es ist halt einfach so. Muss halt Acht geben, ne? Ich muss halt einfach Acht geben mit deiner Leid. Glaubt ihr, da ist direkt, sind da Gegner da am Start? Gegner? Soll ich im Heli bleiben oder einfach lässig rausspringen? Ich denke, ich bleibe im Heli drin und guck erst mal. Und wisst ihr was, ich höre mir jetzt einfach noch den Ding. Den Knilch. Ja, jetzt haben wir alle, sehr schön. Hier den Rye. Ray, Rye, Ronson, Jay Robinson. Und... ja, komm mal her. Sorry, ich sehe das nicht. Komm mal her. So. Ich sehe das Ziel!
Bye, bye. Das ist unser Kollege, der da kommt. Wo ist denn der andere Scharfschütze, der mich da... Ah. Ich glaube, das war's, oder? Ne, einer schießt irgendwie noch. Wer schießt denn da von der Seite, sag ich mal. Ich habe keine Ahnung, ich lande einfach. Und gehe rein direkt. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ich denke, das kann ich jetzt auch schnell fertig machen. So. Let's go! Au! Ein feindlicher Flieger, oder was? Aha. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Rein mit uns. Hahaha. Der Bunker gehört jetzt mir. Jacob Peep. Okay, ich glaube, ich hab. Okay. Sieht so aus, als wären die Gefangenen ganz unten im Bunker eingesperrt. Wenn du Pratt retten willst, musst du im Kontrollraum anfangen. Gut. Der ganze Ort ist mittlerweile sicher abgeriegelt. Solltest du es aber in den Kontrollraum schaffen, könntest du die Verriegelung mit Jacobs Schlüssel aufheben. Viel Glück. Ja, das war jetzt eher schwach, ich weiß. Wartet mal, ich will mir die normalen Nades. Habe ich keine mehr. Bitte schön. Sind die beide weg? Ja. Er da an der Wand schild. Nee, habe ich nicht. Komm mal wieder dazu. Oh, shit. Er untersucht gerade diese Wand. Warte mal, ist da ein Penny? Naja, mach das ruhig. Nö, schon in Ordnung, ich mach das hier. Kann man da lang? Nein. Oh, fuck. Oh, direkt gefuttert hat er. Direkt gefuttert. Die kriege ich nicht auf. Okay, wahrscheinlich, weil ich eben gerade deswegen auch in den Ding muss. In den Hauptraum, um da die Türen zu öffnen. Haben die hier schon Trauer gehalten, oder was? Nee. Oder ist das der Hauptakteur gewesen? Ich kann mir doch Gesichter nicht merken. Hallo. Nein. Vielleicht lasse ich auch dich büßen. Okay, das war schon mal nicht der Richtige. Komische Gänge. Oh! Oh, ich wollte gerade sagen Pistol Action und so. Aber für die kleinen, für die dickeren brauche ich doch ein bisschen größeres Kaliber. Okay. Da geht's gar nicht weiter. Rette. Ich komme ja schon, Kleiner. Shazam. Da oben. Der läuft uns immer noch hinterher, der Kerl. Hallo. Lächerlich. Für Joseph. Der kommt mir aber gar nicht richtig hinterher, ne, der Kerl. So. Hallöchen. Ach, er ist es. Rookie. Bist du echt? Es tut mir leid. Er sagte, ich sei schwach. Bitte mich nicht. Dass ich es verdiene. Es tut mir leid. Vielleicht hat er recht. Nicht ich werde dich töten. Vielleicht. Mache ich es. Vielleicht. Ja, wirklich. Was machst du denn jetzt? Vielleicht. Ja, wirklich. Vielleicht. Ja, wirklich. Vielleicht. Ja, wirklich. Yeah. Oh, was gibt's denn da Leckeres? Oh. Sie macht mich stark. Und jetzt sind sie schwach. Ha. Und die Schwachen werden gekeult. Ah!
Shea Brie? Geil. Wir müssen los. Richtig coole Aktion, Dude. Ich hoffe, er hat jetzt auch voll die Action hier am Start mit seiner Wumme. Sieht gut aus. Okay, bruh. Let's go. Die Whitetails sind ehrliche Leute, keine Frage. Die Whitetails, laber nicht, Mann. Wir müssen uns hier raus kämpfen. Follow me, Dude. Filtration. Komm mit, Bro. Ich hoffe, der ist close. Ja, der ist close. Sehr gut. Warum lade ich eigentlich direkt nach? Hallo. Ist der alive, der da? Ja, ne? Ich meine down. Ich hab Jacob getötet. So sieht's aus. Oh, easy. Den Shot des Grauens noch gegeben. Wie, ich bin hier falsch. Muss ich da hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Muss ich irgendwo hochklettern oder was? Ah, da ist eine Leiter. Habe ich nicht gesehen. Cool bleiben. Die konnte man gar nicht sehen eben. Oh oh. Oh, oh, Titanic-Feeling. Jack! Rams Jack! Oh, Jack ist einfach da hinten drin. Oh mein Gott, wir gehen tiefer. Wir sollten höher gehen. Ja, guter Plan, guter Plan. Nee, hab ich nicht. Lügt nicht immer so viel, Pinches. Caravans. Kindervans. Alter, der andere ist so zurückgefallen. Der Mate. Hier. Bye, bye. Oh, shit. Die ist ja super geil. Der andere kommt gar nicht mehr nach, ne? Kommt überhaupt nicht mehr nach mit seiner Überbumme da. Wahrscheinlich, weil dieser Sau schwer ist. Der ist so schwach, er ist doch schwach. Oh. Leute, da. Das sieht nicht gut aus, mein Bumper hier. Nicht stehen bleiben, sagt er von da hinten. Go, 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 go. Immer weiter hoch. Oh, 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 no. Immerhin müssen wir jetzt nicht irgendwie so einen Shot aufmachen, das nur ganz langsam aufgeht. Ja, schon. Lauf! Guck mal, wie die Rotorblätter aussehen von oben. Das sah nicht gut aus. Boom! Ja! Und die Mucke. Piu! Obwohl hier die visuelle Qualität sah jetzt echt nicht gut aus in diesem kleinen Zwischenschnitt. Das war beim letzten Mal auch schon so. Als wenn sie es irgendwie ultra hart überrendert hätten schon. Naja. Wir haben alle auf eigene Weise zu den Whitetails gefunden. Aber der Auslöser war immer ein Verlust. Familie. Freunde. Eli hat uns etwas davon zurückgegeben. Er hat uns gezeigt, dass wir uns nur aufeinander verlassen können. Er war mein Freund. Und ich werde ihn vermissen. Du bist nicht schuld, Eli weiß das. Eli dachte, wenn wir nur durchhalten und abwarten, würde Edens Gate wieder verschwinden. Doch die gehen nicht. Fuck, schön wär's. Krebs geht nicht einfach weg. Er wächst. Breitet sich aus. Man muss ihn rausschneiden. Ja. Diese Peggys glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Für die schon. Edens Gate endet heute. Wir hören nicht auf, bis nicht der letzte von diesen Schweinepriestern yes. an diesen Bäumen hängt. Jetzt. Was hat er eben gerufen? Ist es vorbei?
Wonderful. Meine Kinder. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder Jacob war ein Kämpfer. Er kämpfte gegen unsere Eltern. Gegen die Regierung. Auch gegen mich. Aber hauptsächlich gegen sich selbst. Die Dämonen, die er aus dem Krieg mitbrachte, verschlangen ihn. Er sah sich als eine Waffe. Ohne Zweck. Als ein Krieger ohne Vermächtnis. Aber seht euch um. Ihr seid sein Vermächtnis. Ihr alle, die ihr unsere Familie retten wollt vor dem Kollaps. Die ihr die Sünder aus unserer Heimat vertreibt. Und das werdet ihr, meine Kinder. Ihr werdet die Sünder aus unserer Heimat vertreiben. Jacobs Tod war nicht vergebens. Tja, ich glaube irgendwie schon, ja, irgendwie schon. Los, los. Komm, komm. Haben wir schon wieder gechillt, das war halt auch echt viel, ne? So! Kriegsopfer! Ha! Dirty B! Destroyed haben wir ihn, destroyed. Jawohl, er ist auch durchgestrichen. Es fehlt nur noch die Truller. Nice! Leute, die machen wir dann nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao!